Digitale Technologien beeinflussen unser Leben. Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets und die dazugehörigen Apps haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, lernen und arbeiten, verändert. Digitale Kompetenz gehört zu den von der EU definierten Schlüsselkompetenzen und Grundfertigkeiten für lebenslanges Lernen. Sie ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben aktiv teilhaben zu können. Die digitale Transformation macht auch vor der Schule nicht Halt und stellt sowohl Lehrende als auch Lernende vor neue Herausforderungen. Für Kinder mit Behinderungen bietet der Einsatz digitaler Medien im Unterricht aber auch neue Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe. Um Lernende beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützen zu können, müssen Pädagoginnen und Pädagogen selbst umfassende Kenntnisse aufweisen. Unterschiedliche Modelle können Lehrende in der Entwicklung digitaler Lehr- und Lernkonzepte dabei unterstützen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über drei dieser Modelle, nämlich über das 4Cs, oder 4K-Modell, das TPEC und das SAMA-Modell. In einer sich immer schneller verändernden und unvorhersehbaren Welt wird der Ruf nach einer werte- und kompetenzorientierten statt wissensbasierten Schule immer lauter. Das 4Cs oder 4K-Modell beschreibt 4 Kernkompetenzen, die grundlegend für selbstgesteuertes Lernen und besonders bedeutend in Arbeitsumgebungen des 21. Jahrhunderts sind. Die 4Ks sind Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Kreativität ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler erwerben müssen. Damit sind nicht künstlerische Aktivitäten gemeint, sondern vielmehr kreatives Problemlösen, Ideenfindung, Design Thinking und so weiter. Also neues Denken, Lernen und Arbeiten können. Kritisches Denken umfasst zahlreiche geistige Aktivitäten, wie Problemlösen, logisches Denken, Entscheidungsfindung, Kritik üben und so weiter. Im Wesentlichen bezieht sich das Kritische auf Behauptungen zu hinterfragen, zu recherchieren, zu belegen und einfach nicht alles zu glauben. Kritisches Denken zielt also darauf ab, selbst denken, lernen und arbeiten zu können. In dieser zunehmend komplexer werdenden Welt wird die Fähigkeit, zusammenarbeiten zu können, um vielschichtige Probleme zu lösen, immer wichtiger. Bei der dritten Kompetenz, Kollaboration, wird die Bedeutung der Zusammenarbeit von Personen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, betont. Kooperatives Lernen kann zu besseren Lernergebnissen, Steigerung der Lernfreude und mehr Einbeziehung von Vielfalt beitragen. Kollaboration meint dabei, mit anderen zusammen denken, lernen und arbeiten zu können. Eine Zusammenarbeit bedingt aber auch die Kompetenz, kommunizieren zu können. Kommunikation ist somit die vierte Fähigkeit, die wir in einer zunehmend digitalisierten Welt brauchen. Die Art beziehungsweise Kommunikationswege werden dabei vielfältiger und müssen auch im Handlungsfeld Schule Beachtung finden. Bei Kommunikation geht es darum, eigenes Denken, Lernen und Arbeiten teilen beziehungsweise mitteilen zu können. Wie schaut es nun mit den Kompetenzen der Lehrenden aus? Was müssen Lehrende in einer von digitalen Medien geprägten Welt wissen? Der TPEC Framework von Mischra und Köhler beschreibt 3 Wissensbereiche, über die Lehrpersonen Bescheid wissen müssen.
um Technologien erfolgreich in ihren Unterricht integrieren zu können. TPEC steht für Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Der Referenzrahmen beschreibt den Zusammenhang zwischen technologischem, pädagogischem und inhaltlichem Wissen. Der Bereich technologisches Wissen umfasst das Wissen über Technologien, deren Funktionen und Nutzung. Besonders im inklusiven Unterricht können digitale Medien helfen, auf individuelle Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Dazu gehört zum Beispiel, über Funktionen von Bedienungshilfen und deren Einsatzmöglichkeiten Bescheid zu wissen. Der Bereich pädagogisches Wissen beschreibt das Wissen über Lehr- und Lernprozesse, Lerntheorien, Methodenvielfalt, Lernvoraussetzungen und Lernbehinderungen, Individualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen. Der dritte Bereich, inhaltliches Wissen, umfasst das fachliche Wissen, deren Struktur und Zusammenhänge. Lehrende müssen über Inhalte, die vermittelt werden sollen, natürlich Bescheid wissen. Alle Bereiche bilden Schnittmengen. Beim technologischen, pädagogischen Wissen stellt sich zum Beispiel die Frage, welches digitale Tool für die gewählte Lehrstrategie ideal ist. Welches digitale Tool ermöglicht einem Kind mit Behinderung am Unterricht teilhaben zu können? Die Schnittmenge von pädagogischem und inhaltlichem Wissen enthält zum Beispiel die Entscheidung, welche Lehrstrategie am geeignetsten für das Erreichen der Lernziele ist. Beim technologischen inhaltlichen Wissen werden Überlegungen angestellt, wie zum Beispiel Technologien das Lehren und Lernen von Inhalten und Kompetenzen fördern können. Durch die Technologien verändert sich aber auch das Fachwissen. Neue Inhalte werden durch die Digitalisierung generiert und müssen im Unterricht Beachtung finden. Die Schnittmenge oder Kombination aller drei Wissensbereiche, also das technologische, pädagogische und inhaltliche Wissen, ist Voraussetzung für erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse in digitalen Lernumgebungen. Wie können nun digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden? Eine Hilfestellung, den Einsatz digitaler Medien im eigenen Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln und geeignete Tools bzw. Aufgabenstellungen für innovativen Unterricht zu identifizieren, bietet das SAMA-Modell von Ruben Puente-Dura. Es wird meist in vier Stufen visualisiert, den Stufen Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition. Substitution, also Ersetzung, meint den Ersatz analoger Arbeitsmittel ohne funktionale Verbesserung. Zum Beispiel ein digitaler Text statt einem Arbeitsblatt auf Papier. Schreiben am Computer statt im Heft. Augmentation, die Erweiterung, beschreibt den digitalen Ersatz analoger Arbeitsmittel mit einer funktionalen Verbesserung. Zum Beispiel automatische Rechtschreibprüfung, Neuanordnung von Texten. Auf der Stufe Modification, also Änderung, kommt es zu einer Umgestaltung, also einer Transformation von Unterricht. Technologien ermöglichen eine Neugestaltung von Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel kollaboratives Schreiben in einem Webtool oder in einem zum Bearbeiten freigegebenen Dokument. Die Stufe Redefinition, also Neubelegung, ermöglicht das Gestalten komplett neuer Aufgaben, die zuvor unvorstellbar gewesen wären. Zum Beispiel Augmented Reality, Gestaltung von Blogs mit Rückmeldungen aus dem Web, Making und so weiter. Die Stufen implizieren,
dass guter Unterricht nur auf den oberen Stufen stattfindet, also auf den Stufen von Transformation. Da aber besonders im inklusiven Unterricht kleine Veränderungen wie ein digitales statt ein analoges Arbeitsblatt zu verwenden für Kinder mit Behinderung bereits eine große Verbesserung bedeuten können, denn zum Beispiel durch die Verwendung eines Textreaders haben sehbehinderte Kinder die Möglichkeit, am Unterricht gleichberechtigt teilhaben zu können. Deshalb wird hier nun eine nicht-hierarchische Darstellung gewählt, in deren Zentrum die Aufgabenstellung steht. Die vier Bereiche sollen sich ergänzen. Kein Unterricht wird ausschließlich auf den oberen Stufen gestaltet werden. Und das wäre auch nicht für alle Lernprozesse gewinnbringend. Die vier Stufen sollten grundsätzlich je nach Lernvoraussetzungen der Lernenden und je nach Unterrichtssituation gewählt werden. Die 4K werden aber mit Aufgabenstellungen der Stufen Modification bzw. Redefinition wahrscheinlich leichter erworben werden. Das SAMA-Modell unterstützt Lehrende, ihre Kompetenzen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu erweitern. Am Ende sollten Lernende befähigt sein, selbst geeignete und digitale Anwendungen bzw. Technologien für die jeweiligen Aufgabenstellungen wählen und nutzen zu können. Lehrende müssen über Technologien und deren Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten Bescheid wissen, um sie für ihre Zielgruppe angepasst im Unterricht einsetzen zu können. Digitale Medien sind imstande, den Unterricht zu bereichern und vor allem Kindern mit Behinderung eine Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. In diesem Beitrag erhielten Sie einen Überblick über drei Modelle. Das Foresees-Modell, das TPEC-Modell und das SAMA-Modell. Diese Modelle sollen Sie in der Weiterentwicklung Ihres Unterrichts unterstützen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht.